ist, sondern dass der noch sehr lang ist. Dass der noch so lang ist, kotzt mich in solchen Momenten tierisch an. Ich habe keine Lust, jeden Tag abzunehmen. Ich muss es trotzdem, das weiß ich, aber manchmal habe ich einfach keinen Bock. Mein Traumgewicht wären 99,9 Kilo. Ich möchte ein einziges Mal auf der Waage eine zweistellige Zahl sehen. Die Kommazahl ist dann egal. Ich würde, wie fast jede Frau in meiner Größe, von 1,77 gerne 70 Kilo wiegen. Das ist fast utopisch. Ich glaube, dass das schaffbar ist. Ich möchte aber mit einem guten Gefühl abnehmen und denke, irgendwann muss mal Schluss sein. Und wenn ich dann 20 Kilo Übergewicht habe am Ende, ja mein Gott, nach über 250 Kilo Gewichtabnahme kann mir das dann auch egal sein. Lässt du einmal unter 100 Kilo, das wäre tatsächlich mein Traum. Wenn ich unter 120 bin, bin ich aber schon ganz, ganz glücklich. Abgesehen davon, eine schöne Zahl auf der Waage zu haben, gibt es tatsächlich ein emotionales Ziel, das ich gerne mal machen würde. Ich würde total gerne mal pilgern. Nicht, weil ich so unfassbar irgendwie gläubig bin oder irgendwas in die Richtung, das ist es gar nicht, sondern mein Gewicht hat mir jahrelang verwehrt, oder ich habe es mir jahrelang verwehrt, rauszugehen und lange zu laufen, weil ich Probleme mit der Hüfte habe, Probleme mit den Füßen bekommen habe, Probleme mit dem Rücken habe. Und das zu schaffen, einfach mal eine sehr lange Strecke zu gehen, problemfrei in Anführungsstrichen, weil einem die Füße wehtun vom Laufen und nicht vom Schwersein, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Und eine Sache, wirklich eine Sache ist ganz vorne mit dabei. Ich will einmal in einem Flugzeug einen verdammten Tisch runterklappen können. Wenn ich das geschafft habe, wirklich, höre ich sofort auf, jemals wieder über Kilokalorien zu reden. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das jemals schaffe, aber wenn, ich sag mal Bescheid. I was out on the road. Oh.